Herzlich willkommen zum aktuellen Newsflash aus dem Bezirk Scheibs. Besonders stolz ist ein Wieselburger Paar auf das Neujahrsbaby im Jahr 2023 in Niederösterreich. Der kleine Rocky ist zwar in St. Pölten auf die Welt gekommen, nicht hier in Scheibs, aber er wohnt im Bezirk Scheibs. Der neue Erdenbürger ist genau eine halbe Stunde nach Mitternacht auf die Welt gekommen. Als eines der wenigen Mostviertler Skigebiete hat das Skigebiet am Hochkar immer noch schneesichere Pisten. Wir werden mal schauen, ob sie das auch ausgeht mit diesem Regen. Jetzt sind aktuell 13 von 15 Pistenkilometern befahrbar. Allerdings ist das Gebiet auch sehr gut besucht. Also rechtzeitig Liftkarte besorgen ist ein wertvoller Tipp. Ja, aber trotzdem gibt man sich beim Wintertourismus und Wintersport optimistisch. Irgendwann muss ja der Schnee einmal kommen. Die Eisenstraße veranstaltet nämlich einen dreiteiligen Langlaufcup. Am 29. Jänner um 11 Uhr ist der zweite Lauf am Hochreit bei Göstling in der klassischen Technik. Jeder der drei Läufe wird einzeln gewertet. Ja, und das war der Newsflash aus dem Bezirk Scheibs jetzt im neuen Jahr 2023. Ihnen alles Gute fürs neue Jahr und wir sehen uns in 14 Tagen wieder.